Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. So, wir sind, ich muss mal kurz den Ton auf meinem Ohr leiser machen. Als ich erkältet war, habe ich so schlecht gehört. Dann musste ich einfach den Ton lauter machen und jetzt kann ich den Ton wieder leiser machen. Faszinierend. Wir sind hier im Ranel-Steinwerk, nachdem wir uns durch die Wüste und die Mine gearbeitet haben. Und wir wollen von dem Ranel-Steinwerk in die... in den Tempel der Zeit. Das ist der Plan. Dazu begrüße ich euch ganz herzlichst. Ich freue mich. Es ist noch der gleiche Tag übrigens, es ist jetzt der zweite Stream heute. Ich wollte die Tage auch unbedingt mal einen ganz langen Stream machen. Und vielleicht einfach wirklich mal 5 Stunden spielen. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht... Ich bin zu schwach. Was seid ihr? Hallo? Oh mein Gott, okay. Ja, die haben mir ja auch gefehlt. Okay, das hier ist klar, da können wir eine Bombe reinwerfen. Aha. Dafür bekomme ich mehr von diesen Skorpion-Dingern. Okay. Baby-Skorpione. Und hier ist auch nochmal... Ach, komm schon. Okay. Kann man auch zermatscht werden von den umfallenden Dingern eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Okay. Eieieiei. Okay, damit haben wir die Kiste freigeschaltet. Aha, ich verstehe. Ich fühle mich ein bisschen... gegeißelt durch die Bewegungssteuerung. Oh, gegen... Okay, gegen die Fließrichtung sind wir langsamer, deswegen schaffen wir das nicht. Dann laufe ich jetzt hier hoch. Dann laufe ich jetzt... Dann hänge ich hier jetzt fest und komme nie wieder zurück. Der Hebel ist unten. Okay, es geht wohl. Alles gut. Okay, ganz knapp, aber es geht. Man muss die Räume so ein bisschen für sich entdecken. Gar kein Problem. Also ein paar Bomben wären auch ganz geil. Aua. Die verlieren aber Glimmer. Das ist ganz cool. Okay, und hier muss ich dann eine Bombe... da muss ich jetzt eine Bombe reinwerfen. Das mache ich, indem ich ich muss eine Bombe reinfliegen lassen. Ja, mit dem Skarabeus natürlich. Da muss ich nur an alles ein bisschen erinnern. Okay. Zack. Sehr schön. Und einmal rüber. Lauf, 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 lauf. Sehr schön. Raum 1. Geschafft. Okay. Aber das ist jetzt noch nicht der Tempel, ja? Oder gibt es keinen Tempel und der Tempel ist nachher nur die Quelle, sozusagen? Das kann natürlich auch sein. Dass im Tempel nur das Zeitportal ist und hier die... das Werk hier ist der Tempel im Dungeon-Sinne. Weil das sieht schon... was war nochmal mit denen? Einzeln bitte. Einfach alle drei Köpfe auf einmal treffen.
Okay. Okay. So ein bisschen wie mit den Skelettbockblinds. Habt ihr Glibber? Jawohl. Noch ein paar Bomben, auch geil. Metall. Metall. Holz. Okay, die kann ich schieben. Okay. Okay, Schlüssel haben wir nicht. Das heißt, wir haben jetzt nur das hier. Und hier... Kommen wir einfach hoch. Klar, okay, und da kommen wir rein. Okay, ja, man muss sich ein bisschen vorarbeiten, aber ich habe ein gutes Gefühl. Weiter, weiter. Okay. Das heißt, wir schießen einfach mal unseren Skarabäus. Irgendwo muss er hier hin. Bam. Okay. Mit dem Skarabäus müssen wir jetzt hier die Kisten kaputt machen. Ja, das ist einfach. Das ist dann wahrscheinlich ein Shortcut und das ist... für viel später. Wir haben ja auch noch keine Dungeon-Karte, das heißt, wir müssen uns grob orientieren. Das sind übrigens auch diese Roboter als Statuen. Sehr süß. Eieiei. So, und hoch. Okay. Hast du Blitz? Hast du das gesehen? Und hier haben wir ein, die Dungeon-Karte. Einen kleinen Schlüssel. Aha. Hier komme ich nicht hoch. Es ist ein Shortcut oder so. Okay. Das ist ein Todessprung. Okay, jetzt gehen wir zurück und können einen der Seitengänge... öffnen. Okay. Heieiei, ist ganz cool. Mal wieder. Und halt auch vor allen Dingen was ganz anderes als Eldin oder Firone. Hier, zack. Okay. Rein da. Was ist das? Was sind das für fliegende Dinger? Ach du Scheiße. Kann ich vielleicht ganze Kisten greifen. Nein, okay. Das wäre nämlich jetzt auch für hinten die Lösung gewesen. Okay, hier ist Stacheldraht. Das sind irgendwelche kaputten Roboter. Das ist wieder so ein Schleim. Leiter ist kaputt. Da haben wir eine Bombe. Die nehme ich mit. Und mit dieser Bombe töte ich die beiden Dinger. Okay, dann nehme ich mir die Bomben und... ich nehme mir sie und ich... mach die Holzkiste oben drauf kaputt. Ich hoffe, das geht vom Winkel her. Okay.
Wir können auch hier starten und dann einmal so seitlich, einmal im Kreis quasi. Ja. Quasi so. Denn das ist, glaube ich, eine... Da ist ja gar nichts. Doch. Ah, ja. Okay. Der Skarabäus ist hier so das Haupthilfsmittel. Ich merke schon. Und jetzt machen wir was auf, nämlich... Ah. Und dann kommt der ganze Raum nämlich wieder in die Vergangenheit. Okay, das ist nicht schlimm. So. Und wenn wir das gemacht haben, ist die Leiter unten wieder ganz und wir können den Hebel betätigen. Zack. Alles geht wieder in die Vergangenheit. Fließbänder laufen wieder. Oh, die sehen irgendwie böse aus. Okay, das ist zu. Das ist okay. Glaub ich. Hallo, was bist du? Oh mein Gott. Was tut es? Okay, Schnitt und... Oh mein Gott. Das Fließband hat mich fast gekillt. Okay, da komme ich jetzt runter und rüber, glaube ich. Okay. Da ist auch so ein Ding. Da ist irgendwie eine Kiste oder so. Aber wenn ihr... Das heißt, ich muss ganz strikt gegen das Fließband laufen, ja? Oh mein Gott, okay, an das Erz habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hoch, hoch, hoch. Und der Hebel. Okay, jetzt bekomme ich eine Schatzkiste, das ist schön. Hilft mir jetzt nicht hundertprozentig weiter, aber gut. Ah, da sind... Okay. Wild, hat geklappt. Hier einmal hoch. Hoch, 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 hoch. Okay, man muss wirklich stechen. Also schlagen, stechen. Ganz einfach. Und 20 Rubine. So, jetzt da hinten kommen wir hoch und dann hoch. Und dann haben wir es doch, glaube ich, schon, ne? Gar nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen die Übersicht behält. Okay. Und die Tür hier ist zu. Aha. Okay. So ein bisschen wie so eine Spielhalle, ne? Diesen ganzen Leuchten und sowas. Ciao. Okay, und jetzt sind wir natürlich, ganz woanders. Okay. Wir sind hier in diesem, Gitterkuchen. Ihr wisst schon. So, dann einmal eine Bombe und die werfen wir jetzt da drauf. Die werfen wir daneben, dann werfen wir eine neue da drauf. Geht das? Ein Erdhaufen, okay. Was ist das hier? Okay, da kommen wir nicht durch. Wir gehen mal hier hoch. Einfach stückchenweise sich durcharbeiten. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Herz. Kann ich hier rüberspringen? Okay. Bleib mal noch einen Moment, ja? Okay, die sind ein bisschen wie diese Fische.
Diese bösen Fische da. Aber da ist eine Kiste. Aber was ist hier? Eine Kiste. Da drin ist eine Dungeon-Karte. Ein magischer Krug. Diese uralten und mysteriösen Artefakt entströmt starker Wind. Alles klar. Pusten. Yo, das ist ja riesig. Er ist einfach ein Staubsauger, ein Staubbläser, ihr wisst schon. Wer hat sich das denn ausgedacht? Jetzt kann ich Gegner wegpusten. Das Ding ist riesig. Okay. Glibber! Kann ich nicht wegpusten? Yo, die Explosion. Ah! Daher weht der Wind. Ich verstehe. Ah ja. Dungeon-Karte. Ein Schmuckschädel, ist fast das gleiche. Aua, Junge! Kostet extra. So, okay. Böse Stacheln, ja. Es ist die Frage, inwieweit es sich lohnt, die ganzen alten Stellen abzusuchen. Oder ob da immer nur so ein paar Rubine und sowas drin sind. Oh mein Gott. Okay, da war gerade der Joy-Con komplett verwirrt. Verschwinde! Okay. Und das ist ein Shortcut, ne? Jawohl. Okay, ist eine verrückte Idee. Ich find's geil, dass sie so... Immer nur Gegner. Dass sie so riesig ist. Okay. Wild. Willkommen im Livestream. Irgendwie hatte ich Skyward Sword schöner in Erinnerung. Vielleicht, weil das damals verpixelter war und besser in den gezeichneten Stil gepasst hat, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt sehr scharf, weil es Full HD ist, oder? HD? Ja, ich würde sagen Full HD. Damals war es ja, glaube ich, 360p, ne? Die Wii hatte ja keinen HDMI-Anschluss. Das war ja nur SD, sozusagen. Kann sein, dass das dem Stil vom Spiel nicht gut tut oder sowas. So, weiter geht's. Das war ein großer Haufen. Und ab dafür. Ordentlich pusten. Weg, weg, weg. Ksch, ksch. Weg, weg. Und ey, es ist nicht... Okay. So, weiter. Okay, crazy Utensilien auf jeden Fall. So ein Puste-Ding. Aha. Der Kreis schließt sich. Und jetzt kann ich das hier zur Seite schieben. Und damit haben wir einen Shortcut freigeschaltet. Inwieweit hilft mir das denn jetzt, weiterzukommen? Das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Ich gehe pennen. Ich wünsche eine gute Nacht. Okay, die Blitzfledermäuse sind wieder da. Wie hilft mir das weiter? Hey! Ich komme jetzt da weiter, aber da komme ich nicht weiter, weil die Tür zu ist. Und die Tür ist zu, weil ich... Weil...
Oh nee. Ja, ja, geil. Und Glibber bekommen. So, okay. Also wir können hier hinfliegen. Das hilft uns nicht weiter. Wir können dahin. Wir fliegen mal nach links mit unserem Skarabäus. Da geht's bestimmt weiter. Mit unserem Skarabäus. Nicht so richtig, ne? Ah, wir können jetzt zurückgehen natürlich und da eine andere Tür öffnen. Glaube ich. Jetzt ist meine ganze Nase ausgetrocknet. Irgendwie auch alles furchtbar, ne? Hier können wir jetzt vielleicht rechts... Ne, die ist, warum ist die zu? Hier! Ah, weil der Knopf... Der Knopf ist hier drunter. Irgendwo versteckt. Hier! Ah, ja, 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 okay. Hau mal ab jetzt hier. Ich löse gerade komplexe Rätsel. So, und das können wir jetzt hier draufschieben. Das können wir... Ich bin noch nicht fertig. So. Und damit können wir jetzt hier in den anderen Bereich reingehen. Also es ist alles, es ist sehr entspannt. Es erinnert mich sehr stark an die Titanen aus Breath of the Wild am Ende. Wenn man auch wirklich so guckt, so okay, jetzt kann ich hier hingehen, jetzt kann ich hier hingehen. Ich finde das irgendwie cool. So. Pause. Mhm. Pause. In der Zwischenzeit mal ein bisschen pusten. Okay. Aua! Weg mit euch. Was aber auch immer die Viecher drin sind, ne? Und drüber! Lauf, 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 lauf! Okay. Ein bisschen knapp, aber es geht. Aua! Okay. Leichte Steuerungsschwierigkeiten, wird alles auch, ohne Probleme überwunden. Zack. Und alles wird schön und die... Oh mein Gott. Das hab... ich irgendwie... nicht erwartet. Ah, das ist so eine... Ah, das ist so eine... Ja, zum Pusten, ne? Ja, 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 ja. Ja, klar. Okay. Verstanden. Komme ich da dran? Knapp, aber ja. Hallo, Kiste. Dungeon-Karte. Monsterhorn. Wann kommt mal die Dungeon-Karte hier? Das gibt's doch nicht. Da komme ich nicht weiter. Wir müssen also rüber. Da unten komme ich auch nicht weiter. Wir kommen nur zurück. Das... Skarabäus kann vielleicht
das Ding packen. Nein. Okay. Was bringt mir das? Wenn ich jetzt darüber fahre, komme ich zurück in den Hauptraum. Das hilft mir nicht weiter. Ich muss hier rüber. Okay. Ich muss hier rein. Ah, oh, es ist ein Windrad da oben. Dafür sind die! Oh mein Gott! Im Wolkenhort! Oh mein... Nein, hör auf! Ich verstehe. Im Wolkenhort gab's die auch. Man muss ein bisschen Geduld haben und dann geht das. Zack. Okay, jetzt ganz schnell Sneaky-Angriff. What? Jawohl. Ey, so stark war der auch nicht. So, und jetzt nochmal ein bisschen pusten. Dann einmal drauf. Ein bisschen pusten. Ratter, 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 ratter. Zack. Und rüber. Ist ein cooles Training auf jeden Fall. Teilweise sehr komplex. Naja, es ist, was heißt sehr komplex? Man muss einfach nur so ein bisschen überlegen halt. Ne? Das ist, finde ich, jetzt alles gut machbar. Alles machbar. Sesam, öffne dich. So, und jetzt komme ich hier durch. Und jetzt sind wir wieder zurück in der großen Halle, aber auf der anderen Seite. Genau, okay. Und hier haben wir... Nee, sind wir noch nicht? Ja. Aua. Köpfe wachsen nach. Besiegt. No, da ist noch einer. Okay. So, und hier müssen wir jetzt auch mal wieder einfach nur ein bisschen pusten. Und pusten. Pusten, pusten, pusten. Okay, unsere Errungenschaft ist jetzt dieser Metallblock, den ich da rüberbringen kann, weil da kein... Ja. So, weil hier ist kein... Da ist keine Reling oben, ich verstehe. Kleines Schieberätsel, gar kein Problem. Schieb, 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 schieb. So, und jetzt kommen wir da drauf und da hinten, hier ist irgendwo, ihr müsst doch eigentlich...
Vielleicht. Okay, das hilft mir jetzt auch nur bedingt weiter, ne? Aha. Okay. Ach so, die Tür ist zu, weil wir noch im Kampf... Ah, weil wir alle Gegner besiegen müssen. Oder das? Weil... Ah! Aber hier sind keine Bomben, das kann eigentlich nicht sein. Wegpusten vielleicht? Nee. Hier ist noch ein Gegner drin. Nee. Ich meine, die Tür ist auch noch zu. Also wir haben noch den Rückweg auch noch nicht freigeschaltet. Irgendwas fehlt. Ich kann hier durchpusten. Ah. Ja. Und jetzt kann ich... da eine Bombe reinrollen. Kann ich nicht. Steinschleuderrolle pusten. Reinpusten. Ich kann eine Bombe nehmen, sie hinlegen, wechseln auf meinen Puster und sie reinpusten. Steinschleuder. Okay, aber einfach alles durchprobieren. Irgendwann klappt's, geil. Okay. Tor ist zu. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Sieht nicht wirklich einladend aus, aber wie krass technisch hier alles war, ne? Okay, pusten. What? Ich hab doch getroffen, oder? Oh mein Gott, okay. Aufstehen. Nee, keine Bombe. Oh mein Gott, Tastensalat. Auf, bitte. Stechen. Jawohl. Okay. Das war sehr einfach und schön. So, einmal hoch, dann die Kiste. Da drin ist die Dungeon-Karte. Die Dungeon-Karte. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht der Umgebung und so weiter und so fort. Na, das geht ja. Okay. Einverstanden. Gar nicht mehr so groß hier. Und jetzt kommen wir in den großen Raum auf die eine Seite und dann können wir von da aus... wir können jetzt von hier aus Dinge tun. Bomben sammeln. Und... Rubine sammeln. Kann ich dich pusten? Nee, ne? Aber ich kann dich mit einer Bombe abwerfen. Okay. Und das öffnet das Tor. Ist auch ein Shortcut im Nachhinein. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier den Treibsand. Habe ich hier... Ah, wir haben hier aber so einen Weg. Es spielt alles nochmal zusammen hier.
Ja, und dann hier links. Jawohl. Okay, alle Elemente aus dem Gebiet werden jetzt hier nochmal zusammengefügt. Kriegen wir hin. Okay, top secret. Okay, ich glaube, da komme ich nicht weiter. Roboter sagt nein. Ah. Vielleicht ein Herzteil. Vielleicht ein Herzteil. Oder ein neues Ausrüstungsstück. Oder ein goldenes Schmuckstück. Okay. Ist die Frage, wo wir hier auskommen? Nirgendwo. Und das geht nicht auf, ja? Ist einfach nur... Okay. Ich weiß auch noch nicht, wofür diese goldenen Monster-Schmuckstücke sind. Aber auch das werden wir garantiert herausfinden. So. Ein Stückchen weiter noch. Dann einmal scharf links. Jawohl. Und hier raus. Wir werden auf jeden Fall hier auch nochmal irgendwo ein Zeitkristall haben. So, wie komme ich hier jetzt weiter? Weil wir... Ach ja. Ja. Wir gucken, wo der Weg ist. Aua! Pusti, pusti, pust. Rein da. Rein. Krabbel. Hier war ich noch nicht, ne? Oder habe ich das jetzt frei gepustet? Roboter sagt nein. Hallo? Okay. Neuer Secret-Weg. Ist ein bisschen eng. Ich mag ja so enge Gänge gar nicht, seit Far Cry Primal. Mit den Höhlen, das war derart furchtbar. Hallo? Ich erwarte eine Kiste mit einem Herzteil. Ich bin einfach komplett woanders. What? Mhm. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich verstehe die Schwierigkeit hier. Hier irgendwo. Weil man den ganzen Raum wegpusten kann. Oh mein Gott. Das ist irgendwie mal wieder ziemlich geil. Sand, verschwinde. Da muss ich hin. Da darf ich immer bitte durch. Danke. Geht's hier irgendwo?
Nicht? Nee. Aua. Okay, aber den Schatz haben wir... Der ist... Ah. Da. Wie komme ich da dran? Hier rum. Hier lang. Und zum Schatz. Okay, geiler Raum. Mit dieser großen Sandfläche fand ich sehr geil. Aua, ich lauf ungerade. Ciao. Crazy. Was ein Raum. Okay, weiter geht's im Hauptraum. Was ist das? Ist das so ein böser Roboter, oder? Nee, es ist so eine Gondel. Ah, okay. Was? Hä? Okay. Der Hebel ist oben. Ich muss ihn ziehen. Was hat es jetzt gebracht? Es hat es zurückgesetzt. Oder? Ich glaube, das setzt zurück. Okay, okay, alles gut. Okay, wir gehen einfach jetzt mit dem Wagen mit. Gar kein Problem. Müssen hier aber das Tor aufpusten. Obwohl da gleich der Roboter kommt, das ist aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. Schlag doch! Okay, er bleibt stehen. Ich habe gar nicht so einen Zeitdruck. Alles ist gut. Ich dachte, ich habe Zeitdruck. No, 2. Okay. Wir gehen einfach cool mit. Shortcut! Auf damit! Easy! Zack! Und einmal dranhängen. Und auf damit! Ach, so ist es wieder zum Zurücksetzen. Ja, okay. Ah, jetzt bin ich ja hier! Ja, okay. Ich bräuchte nur ein bisschen... Nein, ich brauche keine Hilfe. Von meinem Superguide hier. Da ist schon wieder ein Zeitkristall. Okay, das kennen wir ja inzwischen. Okay. Hast du mal ein Herz für mich vielleicht? Wäre echt super nett. Hier vielleicht ein Herz? Hier, habt ihr vielleicht ein Herz? Ah, sehr schön. Danke.
Da oben waren wir auch noch nicht, glaube ich. Könnte natürlich auch... Ja, okay. Das ist ein Shortcut. Das heißt, hier das gleiche Spiel nochmal. Okay. Auf geht's. Wir haben dann da rechts das zu... Ich kann hier aber rübergehen und den schnell besiegen. Das schaffen wir. Und da ist das Puste-Ding, glaube ich. Kein Problem. Genau, da puste ich jetzt gegen und dadurch geht die Tür auf wahrscheinlich. Nicht? Oh mein Gott. Ich hab's, glaube ich, nicht lang genug gepustet. Das heißt, wir fahren zurück. Und pusten nochmal, ja? Aber alles andere geht ja nicht. Wir müssen ja auf jeden Fall mit dem Ding mitgehen. Eine andere Wahl haben wir nicht. Okay. Schaffe ich. Und rein da. Es ist echt geil von der ganzen Ausrüstungsidee her. Ich liebe es. Genau wie in Twilight Princess damals. Kaputte Leiter? War ich hier nicht schon mal? Kommt mir so halb bekannt vor. Hier ist alles kaputt. Okay. Wir müssen nach rechts, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Luft. Hau mal ab hier. Danke. Hau mal ab hier. Danke. Und hoch. Okay. Herz, Herz, bitte. Herz ohne Stachel. Danke. Danke. Und dann haben wir hier nochmal zwei Fässer. So, und hier müssen wir jetzt Bomben werfen. Auch das bekommen wir, glaube ich, hin. Werfen. Nice. So, hier rüber und zack und zack und rüber, dann einmal pusten und pusten, 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 pusten und ein Zeitkristall, okay. Ah, alles wird wieder schön und alles läuft und alles ist gefährlich, um Gottes Willen. Oh, nicht zwei! Das ist schon der Bossschlüssel. Das ist der letzte Raum. Oh mein Gott. Das ging irgendwie schnell. Okay. Ciao. Kommen da immer drei?
Einmal rüber, bitte. Hört sich an wie so eine Achterbahn, ne? Dadurch kommt bestimmt das... Ah, es ist... Okay. Okay, das wäre, um es zu rufen. Aha. Es ist irgendwie echt cute alles. Eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, was es heißt, aber... Okay, das war auch wieder selten dämlich. Komm mal her. Greif mich an. Ciao. Ich weiß nicht, was das heißt hier. Aber wir werden es herausfinden. Das können wir jetzt rüberpusten. Was soll mir das sagen? 1, 3, 2. Brauche ich die Kombi gleich irgendwo vielleicht? Okay, da hinten sind auch so Dinge. Okay. Pusten. Okay, einfach hier gegenpusten. Einmal komplett rüber, bitte. Ah, guck mal da, da ist ein Hebel. Eins. Da ist ein Hebel 1, da ist ein Hebel 1. Ne, es ist nur der Hebel rüberholen, okay. Da ist wahrscheinlich jetzt die... Ah! 1, 2, 3. Also erst hier. Ja, wir machen die erstmal alle auf. Einmal pusten, bitte. Ich glaube, das ist die Reihenfolge. Ratatatatatata. Die Joy-Cons sind aber schon geil. Also von den Joy-Cons bin ich echt begeistert. Das sind die ganz alten von der Release-Switch. Genau, und jetzt noch hier. Na, lieber nichts riskieren. Kann ich da... Kann ich doch... Okay. So. Und jetzt haben wir eins. Also jetzt müssen wir hier ein bisschen schießen. Also eins, zwei, drei. Also erst da. Steinschleuder. Eins. Drei. Zwei. Geil. Tada! War ja ganz nett. Und jetzt einmal bitte zurück mit unserer tollen Winddüse hier. Macht das Bock gerade. Okay. Und das ist ein Shortcut. Oder? Ist das ein Shortcut oder ist da unten irgendetwas? Ja, wir holen erstmal den Schlüssel. Ich glaube, dann geht die Tür auch auf. Das ist jetzt natürlich schwierig. No way! No! Stop it!
Nein, ich will nicht den Skarabäus auswählen. Oh. Okay. Zack. Puh, okay, und her mit dem Boss-Schlüssel. Du hast das uralte Gebilde erhalten. Es ist aus Gold gefertigt und sieht aus wie ein Bestandteil von etwas Größerem. Seine Oberfläche ist mit Schaltkreisen. Ah, und jetzt ist die Tür nämlich offen. Cool. So, hier vielleicht noch ein Herz. Danke. Danke. So, hier. Okay, und jetzt müssen wir hier runter. Ja, man sollte einfach mal die Leitern benutzen, ne? Sind wir mal ehrlich. Was soll denn das auch? Ich habe nicht mein Leben verloren. So. Kollege. Aua, was? Okay. So, und dann jetzt hier ein bisschen Slalom laufen. Oh mein Gott, das war ganz schön knapp. Mit Wind. Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Okay. Und ich glaube, wir sind kurz vorm Bosskampf. Ich glaube. Und da geht's jetzt hoch, wahrscheinlich nochmal ein Shortcut, ne? Ja, der Shortcut ganz vom Anfang, okay. Bing! Bing! Und nochmal eine super seltene Kiste mit 20 Rubinen. Dim, dille, dim. Und nochmal ein Shortcut. Okay. Wir lassen den Flederbeißer mal am Leben. So, last but not least. Der letzte Weg und dann sind wir da. Hebel, Hebel zum Zurücksetzen. Speichern. Okay. Wir schauen uns das mal an. Oh! Oh! Okay! War, spannend. Da waren... Jetzt ziehe ich an diesem Hebel hier, der das zurücksetzt. Okay. Macht gar nichts. Jetzt habe ich wieder diese Frame Drops hier. Das gefällt mir nicht. Was ist da los? Ich muss mal gucken. Oh mein Gott. Aua. Autosave. Nice. Mit den Frame Drops, das gefällt mir wirklich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das im Streamer so klar sehen kann. So, okay. So. So, 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 so. Die Tür. Jetzt darf ich wieder ein bisschen drehen, ne? Greifen und drehen. Wir brauchen oben so eine kleine Ecke. Ich würde sagen, das ist es schon. Einfügen. Zack. Easy. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gegen, nochmal gegen unseren
Ah, wir werden sehen. Dunkler Äon Skorpion Moldokart. Okay. Es ist wieder Bewegungssteuerung. Open your shares for me. Ah, sehr solide. Come on. Ein Arm ist ab. Zwei Arme ist ab. Hauptauge. Husten. Husten, 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 husten. Hallo. Okay, da habe ich irgendwie nicht mitgerechnet. Oh nein, Mann. Oh. Au. Ich glaube, ich habe mir die Hand gebrochen. So, okay. Aua. Das Mikrofon ist echt hart. Okay. Wir rüsten das hier mal aus. Geht das jetzt hier? Jetzt muss ich hier machen, ne? Okay, pusten. Hallo da unten. Pusten. Morgen Sonnenschein. Ja, Mann. Sauber. Hand gebrochen, aber besiegt. Sehr schön. Und da haben wir den Tempel der Zeit. Und wieder eine Tür, die sich nur für uns öffnet. Okay. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Okay, was soll mir denn der Raum hier jetzt sagen? Früher waren hier auf jeden Fall mal Apparate aktiv hier. Was soll mir das zeigen? Was heißt denn das da? Wir gehen mal just for fun da hoch, ob da oben irgendwas ist. Nicht, dass ich jetzt was übersehe. Ich habe auch richtig Bock, die Pokémon-Teile alle nochmal zu spielen. Also Schwert, ich wollte schon Blade sagen. Schwert und die Switch-Teile, aber von mir aus auch die 3DS-Teile. Ich habe auch ein Capture 3DS. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber Mann. Ah, okay. Ist das jetzt der Tempel der...
Hallo? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Zelda? Irgendjemand? Und mit dem Licht schwindet auch das Echo. Los geht's! Dieses Geräusch. Okay, das ist jetzt der Tempel der Zeit. Die haben früher ja irgendwie Zeitsteine gesammelt oder sowas. Wir haben noch gar nicht herausgefunden, warum. Wahrscheinlich haben die ein Zeitportal gebaut, haben wir auch schon so halb gehört, um aus irgendeinem Grund irgendwo hinreisen zu können. Das sieht alles, ja, schon nach Shika aus. Shika, Sonau, irgendwie diese Technikrichtung. Oh mein Gott. Zelda, schnell ins Portal! Link! Nimm dies, du wirst es benötigen! Du hast in dieser... Oh! Beeilt euch! Link! Zelda muss gerettet werden! Ich werde sie beschützen. Danke für deine Hilfe, Link. Das ist Impa! Hey! Link! Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen! Oh, Link, ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen, aber merke dir. Nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Nein, sie ist schon wieder weg. Wie krass war das denn? Was ist hier los? Das ist Impa. Hätte ich auch drauf kommen können, oder? Gebieter, ich habe dir mal wieder etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Oh, sorry, ich bin gerade erst sowas von drin, ne? Das sah auch wieder aus wie so ein Schattenportal, ne? Wie geil! Okay, ein bisschen Wind pusten, bitte. Hey, meiner! Okay.
Kann ich das runterboosten? Nur drehen. Nein! Nein! Ich hab's nicht verdient, ey. Es waren zwei. Und wenn der Rubin sich heute nicht mehr dreht, ne? Wieso? Wenn sie nicht gestorben sind, wenn der Rubin nicht gestorben ist, dreht er sich noch heute. Okay, das heißt aber, dass wir jetzt Zelda ja de facto schon wieder nicht gefunden haben, ne? Ja, damit. Yay. Oh, unser Corona! Kollege! Hallo? Der Vogel ist neu. Oh, du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegel heilen. Ich hab's zu tun. Okay, ja, dann hau mal rein. Viel Spaß. So, dann einmal pusten. So. Und ich würde mal an der Stelle mein Schild wechseln, einfach so. Und wir gehen zum Siegelhain. Ich hab Bock drauf. Ich will wissen, wie es weitergeht. Siegelhain ist ja Firone. Das heißt, es geht wieder in den Wald zu unserem kleinen Freund Matcha. Ich freue mich drauf. Zwei neue Kisten. Drei neue Kisten, die nehmen wir uns mit. Oh, wobei, wenn es Geld ist. Ah, wenn es Geld ist. Wir müssen erst zum Wolkenhort. So. Go. 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 Terry, ich brauche was von dir. Wobei ich gar nicht weiß, was ich mir kaufen soll. Haben wir überhaupt Platz? Nein, weil ich die Schatzmedaille habe. Was ist das? Rechts gewesen? War das die Bombentasche, ne? Ah, noch hat er uns nicht gesehen, ne? Jetzt hat er uns gesehen. Der ist sehr gruselig. Ja, ich will mal gerne hier ein bisschen aufräumen. Ich würde das hier mal gerne wegpacken. Ja, ja, vielen Dank und so. Eine neue Tasche hast du nicht, ne? Ich bräuchte eine Tasche. Oh, hi. Hör zu, mein Lieber, ich habe ein neues Rezept fertiggestellt. Ich nenne diesen Wundergebräu den Ausdauertrank. Klingt super, oder? Erfüllt deine Ausdaueranzeige wieder auf. Ja, stell dich wie immer einfach davor und sprich mich an. Ja, ja, okay, aber Ausdauertrank brauche ich nicht. Hallo? Oh, ja. Ja, hey, willkommen in der Werkstatt. Welchen Schild soll ich reparieren? Ja, den hier. Jo, 10 Rubine, Mann. Okay. Alles klar, bitteschön. Ich mach mal schnell. Achso, was bringt mir eigentlich jetzt hier dat, die Harfe der Göttin? Hör doch damit fertig, hier gehört dir. Yay. So, dann nochmal wegen Upgraden gucken, aber ich glaube, wir können nichts upgraden. Items verbessern. Schattenkristall und Wüstengras fehlt. Finsterhalbmond fehlt. Eine Bienenlarve. No. Extra Turbofunktion. Schmuckschädel. Hab ich doch, oder? Na gut. Hä, hab ich nicht Schmuckschädel? Ich bin zutiefst verwirrt. Monsterklaue. Okay, na gut, schade. Oh, warum das, Mann, du Spielverderber?
So, dann gehen wir jetzt bei Terry. Ne, ich will die Zukunft nicht wissen, weil ich Angst vor dem habe. Dann gehen wir jetzt bei Terry das Medaillon kaufen für 800. Terry? Terry? Terry! Vielleicht hat er ja was Neues, kann ja auch sein. Aber ich will es auf keinen Fall die Kiste aufmachen, wenn mein Inventar voll, also wenn mein Geld voll ist, mein Geldbeutel voll ist. Das wäre mir zu ärgerlich. So, rein da. Terry, hör mal, hast du irgendwas Neues? Ich bräuchte so... Ja, eine neue Tasche. Oh. Ja, eine Zusatztasche für 600 Rubine. Das ist ein Preis. Diesen Kauf wirst du nicht bereuen. Thank you. Dieser Typ. Und das Portemonnaie? Ja, her damit. Yay, Zusatzgeldbörse plus 900. Yay. Vielen Dank. Okay, viel Spaß. Immer schön weitertreten, glaube ich. Schön, damit haben wir unser Geld ausgelegt. Anders als gedacht, aber why not? Und, ah ne, ich darf hier nicht. Achso, hier, das können wir jetzt machen. Stimmt. Es hat gerade kurz geleuchtet. Ich muss es, glaube ich, noch einmal komplett im Kreis drehen. Und das muss ich jetzt mit jedem machen, oder ist da irgendwie ein Trick dabei? Ich glaube, das war, als das genau nach hier unten war. Okay. Ja, bei irgendeinem hat aber ein Rad gefehlt, das weiß ich noch. So, dann einmal hier hoch. Hoch, 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 hoch. Hier fehlt ein Rad. Where is it? There's a Käfer. Netz. Ach Mann, schade. Mit meiner wilden Wedeltechnik. Wo könnte das Rad sein? Vielleicht muss ich alle ausrichten außer das. Aber es gibt ja nur zwei, ne? Oder? Aber es fehlt halt dieses Rad. Kann ich das Rad vielleicht abnehmen? Von dem hier. Oder es kommt noch. Ich meine, das ist so auf diesen Turm ausgerichtet. Vielleicht kommt's ja noch. Ah, hallo, hallo. Link, meine Schwesterstelle ist wieder da. Ich hatte mir so schon das Schlimmste ausgemalt. Ich bin so erleichtert. Danke, Link. Achso, wir haben ja beiden geholfen. Ich verstehe. Yay, 15 von 30. Ah, okay. Hast du noch irgendwas? Nee, ne? Nee, okay. Dann gehen wir zum Wald von Ferone. Wir machen jetzt nicht mehr so lange, weil ich gleich noch was anderes machen möchte im Stream. Also ich streame noch weiter, aber wir bauen gleich noch ein bisschen Klemmbaustein, also Lego. Wir holen uns aber jetzt das da und dann gehen wir zum Wald von Ferone.
Hallo, Kollege! Ist falsch, ne? Ja, okay, ich muss oben hin, gar nicht hier unten. Sehr krasser Wendekreis. Okay. Du hast eine Herzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Ja, ist aber jetzt eigentlich auch kein Inventarplatz wert, ne? Wir haben jetzt nicht so das große Herzenproblem, oder? Okay, wir gehen jetzt nach Firone. Firone. Dun, 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 dun. Ah, schon geil mit diesem... mit dem Wolkenmeer. Das hat schon was. Ich hätte auch auf Wind Waker nochmal richtig Bock. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Aber da warte ich halt wirklich auf die Switch-Fassung, ne? Wind Waker und Twilight Princess. Da hätte ich gerne Switch-Fassungen von. Tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Link? Ah! Was waren das für winzige Vögel? Und was? Was ist das da? Aber wie? Wer? Wieso? Wo? Wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden ist, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich hab mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nichts sein, oder wie war das? Ja, also Bardo, hör mal. Unter den Wolken ist das Erdland und hier gibt es Tempel und Tiere und Matcha und Goronen und Böse und... So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit, oder was? Ja, sie ist durch ein Zeitportal gegangen und Impa ist bei ihr. Und Impa wird sehr lange leben. Gut, sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. So, Link. Ist es eigentlich ganz nett? Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Was sagst du da, Link? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält?
Hm, alles klar, Link. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt an werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird Ja sagen und wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnungen mehr machen. Ich gehe dann gleich zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben, Link. What? Aber wie süß, als die Vögel auf ihm saßen. Das war ja irgendwie cute. Käfer. Jawohl. Du hast einen Firo-Riesenkäfer gefangen. Wird der Panzer diesen Insekt poliert, gewinnt er an Stärke. Es zählt zu den kräftigsten aller Insekten. Es fehlen nur noch zwei. Hallo. Hey. Hey, da bist du ja wieder. Und in Eile wie immer, habe ich recht? Mir geht es da ähnlich. Ich bin noch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich dir was davon erzählen? Ja, klar. Ja, na dann höre ich mal gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, die auf schöne Klänge reagieren. Willst du mehr hören? Ja, klar. Ja, höre ich gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Ja klar, habe ich welche von. Gut, dann kann ich ja gleich zur Sache kommen. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint, als wüssten sie um deren Besonderheit. Willst du mehr hören? Ja. Was interessiert dich? Wände. Ja, den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was dieser sich wünscht, dann aus den Wänden hervorgesprungen. Man nennt es die Wände der Göttin. Ja, erzähl mal. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit. Aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr erzählen, versprochen. Und was mit den Statuen? Nein! Marugo, erzähl mir über die Statuen. Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen derweil, sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Ja, also mehr weiß ich nicht. Na gut. Aber... Traditionelles Instrument im Wolkenhort. Du musst erst ein Lied lernen, bevor du es spielen kannst. Lyra der Göttin. OMG. Es ist so ein bisschen wie Ocarina of Time, ja? Okay. Wir gehen jetzt in den Siegeltempel, glaube ich. Fangen aber erst nochmal hier einen weiteren Käfer. Wutschen und wedeln, ich sag's euch. Hoch, 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 hoch. Und ab in den Tempel. Das machen wir noch. Und dann machen wir einen Cut. Oh, ich freue mich auf morgen. Oh, ich freue mich richtig. Das ist jetzt echt geil. Also, die Story nimmt richtig Fahrt auf. Ich fühl's richtig. Hä? Was soll das denn heißen? Na los, sag's doch nochmal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der Zelda helfen kann. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Was, wer soll ihr denn sonst helfen? Das hätte ich mir denken können. Du wieder. Natürlich kannst nur du alleine Zelda retten, ja klar. Oh, Link. Lächerlich. Wen interessiert diese angebliche Schicksalrederei überhaupt? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Wehe, der wird böse. Link, hast du Zelda gefunden? Du hast sie also auch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie entgangen sind, gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst dir ihre Kraft zunutze machen. Also Link, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Zuerst solltest du X drücken, um die Lyra in die Hand zu nehmen. Versuche nun, über die Seiten zu streichen.
Achte auf meinen Haarschmuck und spiele schneller. Okay, ich habe einfach im Takt ihres Metronoms ihre Haare gespielt. Alles klar. Sehr schön gespielt. Machen wir weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Ich singe zu deiner Musik ein Lied. Dieses Lied wird dich auf deiner Reise begleiten und dir nützlich sein. Es ist schon ein geiles Spiel. Also das war jetzt wirklich ein Highlight-Moment mal wieder. Vor allen Dingen auch dieses leichte Gefühl von Ocarina of Time und so mit Ocarina. Du hast die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Die Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken. Ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art, die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Link, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin selbst auserwählt. Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Link. Du musst schnell nach draußen, auf den Grund des Siegelhains. Zeitportal, Siegelhain? Ich gehe jetzt einfach raus und, Die Zeit für weitere Erklärungen wird noch kommen. Verlasse nur den Tempel. Okay. Ich verlasse den Tempel. Zeitportal, okay. Ich würde am liebsten ja bei ihr bleiben und jetzt sie beschützen oder so, aber... Was ist das? Die Erde, sie bebt! Ein Erdbeben! Link, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Also doch hier, ich hab's doch gesagt. Der Verbannte. Aber süße Füße.
Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Einfach auf die Füße hauen. Easy. Hinten. Okay. Und jetzt muss ich ganz schnell zum Siegel laufen, weil ich hier jetzt... Nee, aua. Weil ich jetzt hier... Was tue ich jetzt mit dem Siegel? Ich muss das Siegel reinpusten. Ich bin überfordert. Was muss ich machen? Aua. Ich breche mir nur einen Finger heute. Wofür? Was muss ich tun? Okay. Seine Zehen sind nach... Ich nehme alles zurück, was ich über die Füße gesagt habe. Link, der Siegelstein steckt in der Stirn des Verbannten. Wenn du ihn mit deinem Schwert hineinschlägst, müsste das Erfolg zeigen. Hab ich doch. Mit dem Schwert reinhauen. Okay. Okay, ich probier's. Ich weiß nicht wie. Von unten da oben. Ah. Klar, logisch. Physik bedenken. Irgendwie eklig. Der ist aber ganz schön klein. Ich finde ihn ganz süß. Aber dass die so wabbeln, die Zehen, finde ich jetzt nicht so geil. Link! Dafür haben wir noch keine Zeit. Okay, einmal bitte umfallen. Und ich muss wieder von unten schlagen, ich sehe es schon. Und go. Go, 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 go. Ja, wenn man es weiß, okay. Stopp! Okay. Alles gut, bekommen wir hin. Aua. 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 Okay, ist ein bisschen greedy. Okay. Einmal hinlegen, bitte.
What? Was sollten wir die Kamera zeigen? Man weiß es nicht. Reicht das dir? Ja. Alle guten Dinge sind drei. Los, Link! Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein, schnell! Mach ich! Sehr cool gemacht. Okay. So leicht entkommt er nicht. Sehr gut, Link. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Link, es gibt viel zu bereden. Ach, Bardo. Wie du siehst, ist das Portal geschlossen und sieht aus wie ein ganz, naja, teilweise ganz gewöhnlicher Stein. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht genug Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müsst ihr beide noch an Stärke gewinnen. Der Wald von Fione, der Vulkan Eldin und die Wüste Ranel. Du musst an diesen Orten verborgene heilige Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen.
Geh nun, Link. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Wenn dein Schwert die drei heiligen Flammen in sich aufgenommen hat, kannst du das Zeitportal öffnen. Die Hymne der Göttin, die deine Heimat Wolkenhort überliefert wird, birgt Hinweise auf die drei Flammen. Die Hymne der Göttin, ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Vogelreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Okay, krass. Daher weht also der Wind. Ich habe mich schon gewundert hier, was das hier ist. Das sind die drei Flammen, die unser Schwert der Göttin zum Master Sword machen. Okay, aber das soll es auch gewesen sein. Wie geil. Also diese Idee mit diesem Aufmarsch verhindern von dem Gebannten fand ich sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich fasziniert von dem Spiel und das zeigt einmal mehr, wir müssen Ocarina of Time spielen. Ich glaube, das ist so das größte Highlight der The Legend of Zelda-Reihe, das ich ja noch nie gespielt habe, mit Epona und allem. Deswegen, also ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub. Mal gucken, wenn wir jetzt gut durchkommen, ob wir einfach danach auch Ocarina of Time spielen. Ich weiß es halt nicht. Ich hätte da schon Bock drauf. Ich habe hier meinen Capture 3DS in der Schublade liegen. Wir könnten es halt einfach machen. Einfach Ocarina of Time auf dem 3DS. Ich muss mir mal überlegen. Wir gucken mal, wie gut wir mit Skyward Sword durchkommen. Sagen wir mal so. Ich will sie auch entspannt fertig spielen. Und ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war im Nachhinein ja der Tempel der Zeit. Der dritte Tempel. Und scheinbar erwarten uns jetzt nochmal drei große Herausforderungen. Und ja, morgen geht's weiter. Oder heute, es ist ja 0.40 Uhr. Es wird heute wahrscheinlich wieder zwei Streams geben. Einen mittags und einen abends. Und ja, mit Zelda geht es morgen weiter. Ich streame jetzt noch ein bisschen weiter, also bleibt gerne im Stream dabei. Und ansonsten für Skyward Sword, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.